ist das geil. Hi, ich bin Ferdi von Zeta Automotive. Wir sind gerade unterwegs im SUV Volvo XC90. Aktuelle Baugeneration, das Fahrzeug hat gerade mal 2 Jahre auf dem Buckel. Also ist schon einer von den ganz neuen. Hat auch schon das neue Entertainment-System, das heißt mit dem riesen Touchbildschirm hier. Mit den neuen Funktionalitäten, auch mit einem integrierten Fahrprofilmanager etc. pp. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel im individuellen Fahrmodus, kann man wirklich einstellen, also jedes Menü einzeln wählen, sowas wie Lenkkraft einzeln, Antriebsstrang, also quasi den Anzug vom Gaspedal und mit dem Getriebe, wie krass er auf die Bremse wirken soll und natürlich die Aufhängungssteuerung. Bedeutet, das Fahrzeug kommt hier mit einem Luftfahrwerk, was quasi profilabhängig sich hoch und runter bewegt. Das, was bei diesem SUV halt cool ist, dass er verschiedene Menüsteuerungen hat und auch verschiedene Fahrhöhen ansteuert. Und das bietet sich halt immer an für XC90-Fahrer, die mit jetzt wie in diesem Fall 22 Zoll Felgen unterwegs sind, das Fahrzeug ein bisschen tiefer zu legen, weil die sagen, ich finde es halt geil, weil er optisch was hermacht. Er ist halt ein Bolide und mit großen Felgen. Das war gut. Mit den großen Felgen kann man den halt auch mal ein bisschen tiefer fahren. Was viele machen, ist halt Koppelstangen installieren. Was da halt nicht so geil ist, dass man wirklich jeden Menüpunkt tiefer setzt. Und wenn man zum Beispiel in Dynamikmodus tief fährt, dann ist jeder Modus automatisch mit tiefer gelegt. Und das ist dann wieder nicht so geil, weil dann nimmt man ihm ja diese Komfortmöglichkeit, dass man zum Beispiel sagt, ich habe jetzt einen schlechten Weg, in Dynamik ist er deutlich zu tief, ich will jetzt mal auf Komfort fahren. Und er fährt dann trotzdem nicht weit genug hoch. Und zusätzlich, wir fahren gerade nämlich im Dynamikmodus. Und ich verrate euch was, wir fahren hier gerade mit minus 4 cm Tieferlegung. Sieht optisch genial aus, aber fährt sich echt schon ziemlich hart. Also für ein SUV wäre das für den Alltag vielleicht fast too much. Ist natürlich Geschmackssache, was man gewohnt ist. Ich finde, er ist immer noch okay, aber er ist halt deutlich härter als vorher. Und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich wäre in jedem Modus tiefer, dann wäre das natürlich für mich nicht so spektakulär. In diesem Fall haben wir aber unsere Active Suspension Control nachgerüstet. Bedeutet, wir können jedes Fahrprofil separat einstellen. Und dementsprechend haben wir jetzt zum Beispiel im Dynamikmodus, fahren wir mit 4 cm, weil das ist schon so ziemlich das Maximum vom Fahrwerk. Sobald man noch eine ganze Ecke tiefer geht, reagiert er quasi allergisch drauf und das mag das Fahrwerk überhaupt nicht. Zusätzlich haben wir natürlich noch unser Active Sound System nachgerüstet, hier mit einem Sounderzeuger. Wir fahren ja gerade im Benziner. Erschlagt mich nicht bitte, ich weiß gerade nicht, welcher Motor es genau ist von denen. Habe ich mir jetzt nicht angeguckt. Und mit einem Sounderzeuger absolut ausreichend, was cool ist oder was lustig ist, der hat auch eine Abgasklappe, die ist im Stand die ganze Zeit geschlossen. Sobald man den Gang einlegt, geht sie auf und dann im Standbetrieb merkt man, wie er zwischendurch mal die Klappe wieder zumacht. Ja, aber Active Valve Control wurde hier erstmal nicht verbaut. Also das Active Sound System wurde hier verbaut und Active Suspension Control. Und wir sind gerade im dynamischen Profil unterwegs und ich muss sagen, das ist echt pornografisch. Also das hört sich einfach mega, mega geil an. Vor allem, wir haben mit dem dynamischen Profil Lastabhängigkeit ist ja hier enorm. Und wir jetzt zum Beispiel entspannt aufs Gaspedal gehen und dann durchdrücken, wie er dynamisch zunimmt, das macht mich einfach nur echt rallig, ohne was Böses sagen zu wollen. Und ja, ich glaube, wir sind genug im Kreis gefahren. Es wird, glaube ich, Zeit, euch mal die Profile zu zeigen. Also wir haben jetzt hier das voreingestellt, also wir haben die Steuerung hier über das Main-Menü. Wenn wir zum Beispiel den Eco machen, ist das Soundsystem komplett ausgeschaltet. Das heißt, wir haben absolut den Seriensound. Ist schon nicht schlecht. Ist okay, weil es ist halt ein Benziner, ne? Der nagelt nicht und so, der hat halt seine Eigendynamik, aber es ist irgendwie nicht spektakulär. Der geht echt gut. Der geht echt gut, ne? Also ich weiß ja halt nicht, welcher Motor das ist, aber der geht schon nicht schlecht. Weil wir fahren hier auf dem SUV, das dürfen wir nicht vergessen. Wechseln wir zum Beispiel in den Komfortmodus. Hier haben wir das Soundprofil quasi so eingestellt, dass der A-Modus deaktiviert ist. Bedeutet, wir sind im dynamischen Profil. Thank you.
Das heißt, der wird unter Last lauter und oh mein Gott, das hört sich. Ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommen könnt. Oh, die Filzern hört man auch gut, die schalten wir schnell runter. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. auf jeden Fall, wir sind hier. Dieses Soundfeld passt einfach richtig, richtig geil zu diesem Auto, muss ich sagen. Wir haben hier den dynamischen Modus. Wir haben hier Pfeil Nummer 8. Wir haben die Soundeigenschaft relativ niedrig, irgendwo bei 15 und die allgemeine Drehzahl irgendwo bei minus 20. Damit halt diese Entfaltung quasi nach unten hin ein bisschen gezogen ist, also der Ton eher dumpfer ist. Und natürlich die Lautstärke auf 100% mit den Fehlzündungen aktiviert. Und das passt hier zu dem Benziner von der Charakteristik richtig genial. Wechseln wir jetzt zum Beispiel in den Dynamic-Modus. Hier haben wir den A-Modus an. Wir hören auch sofort im Leerlauf dieses Hämmern, wie wir es vom Active Sound System kennen. Also hier ist der Active Sound Modus aktiviert. Lautstärke liegt irgendwo bei 55. Haben hier einen Pfeil Nummer 2 und auch hier die Soundeigenschaften eher niedrig, so bei 15 und die allgemeine Drehzahl bei 0. Und wir haben halt dieses schöne tiefe V8-Wummer. Ne? Und wenn wir jetzt quasi ohne. Oh, schön wir sind im Dynamikmodus, er dreht den Gang auch ein bisschen höher. Aber es bollert halt so ziemlich doll nach. Und das ist halt Geschmackssache, ob man damit im Alltag fahren möchte oder ob man sagt, das passt für mich zum Dynamik. Dynamik fahre ich halt nur ab und an. Und dann hat man dieses schöne Bollern vom V8. Und das passt hier zu diesem SUV halt. Das ist wie als hätten wir hier einen Big Block Motor drin. Der hämmert schön vor sich, hämmert schön vor sich hin und macht schon Spaß. Ja, und ich glaube, wir machen euch einfach mal gleich, damit ihr so ein bisschen Auswahl habt, wir machen gleich nochmal das dynamische Profil rein. Also unseren Komfortmodus. Und im Komfortmodus hatten wir das dynamische Profil an, bedeutet lastabhängig und hatten eben Pfeil 8 drin. Wir machen einmal euch Pfeil 4 rein. Und danach einmal Pfeil 2, einfach so, weil es schön ist. Ich möchte euch das mit dem Luftfahrwerk noch mal einmal kurz zeigen. Also wir haben hier das Hauptmenü, man kann quasi den Eco, Comfort, Offroad, Dynamic unterschiedlich bestücken. In diesem Fall haben wir jetzt zum Beispiel, ich switch mal zurück, Eco, Comfort und Offroad habe ich komplett original gelassen, dass das wirklich die Serienhöhe erreicht. Und den Dynamic-Modus, den haben wir quasi jetzt einmal tiefer gelegt zum Zeigen. Und dann zeigen wir euch quasi, wie schön hoch der sein kann im Offroad, wie hoch der im Eco ist und dann schön im Dynamic mit der Tieferlegung. Und was noch geil ist, wenn wir zum Beispiel die Herren und Damen, die im Individual immer unterwegs sind, da gibt es ja dann quasi dieses individuelle Fahrmodus und hier kann man die Aufhängung ja separat wählen. Also man zum Beispiel sagt, ich fahre den Sound hier auf Komfort, aber die Aufhängung auf Dynamisch, dass er schön tief ist und das kann man quasi auch auswählen. Also wenn ihr im Hauptmenü auf Dynamik seid und dann quasi im Individual auf Dynamic habt, dann habt ihr dieselbe Höhe, das ist dasselbe Profil, also das, die Active Suspension Control erkennt, ob ihr im Individual seid oder im Hauptmenü seid und dementsprechend ist das immer schön synchronisiert. So, das war's auch schon vom Volvo XC90. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nicht vergessen, teilen, liken, Kanal abonnieren und bis zum nächsten Video.